Das ist Pixie, sie ist eine Findelkatze. Sie ist uns abgeworden, weil niemand scheint zuständig zu sein für sie. Und sie hat jetzt bei uns 6 Babys geworfen. Und das Problem ist natürlich, wenn sie gechippt gewesen wäre, hätten wir den Besitzer ausfindig machen können. Und sie hat keinen Chip. Im Gegensatz zu den Hunden ist das Chippen bei der Katze eben nicht obligatorisch. Und jetzt bleibt Pixie sicher da. Der Besitzer hat 2 Monate Zeit, sie wiederzukriegen. Wenn sich niemand hört, niemand meldet, tun wir sie platzieren. Also sie ist ja eine zahme Mami, sie ist zufrieden bei uns. Trennen tun wir sie erst mit 12 Wochen. Dann essen sie gut, sie sind komplett geimpft. Und dann kann man die ganze Familie platzieren. Und Babys geben wir noch das zweite ab. Oder wenn jemand schon einen Jungs daheim hat. Weil die Katzen sind Einzeljäger, aber sind keine Einzelgänger. Das verwechseln viele Leute. Sie hat einfach Angst. Sie ist eine verwilderte Katzenmutter. Also für so eine Mutter ist es brutal eigentlich. Wegen dem wollen wir sie so schnell wie möglich kastrieren und dann darf sie wieder dort auf den Hof zurück, wo sie herkommt. Und die Jungen haben gar keine Angst vor uns, weil die sind das gewohnt, seit sie geboren sind, dass wir sie rausnehmen, jeden Tag auf die Waage stellen. Extra die natürlich streicheln, heben, dass sie sich daran gewöhnen. Wir haben freiwillige Helfer, die extra spielen können, dass sie wirklich zahm werden. Dann können wir sie auch gut platzieren. Das Problem ist, wenn ich jetzt Mami auch im Raum frei rumlaufen lassen würde, würde sie die ganze Zeit probieren, die Welpen zu sich nehmen. Und dann ist es eben gut möglich, dass die Kleinen dann auch anfangen zu fauchen. Und wir sind natürlich auch froh, wenn die Leute uns so Kolonien von verwilderten Buschi und Katzen melden. Dass es einfach nicht zu viel von diesen verwilderten Hauskatzen gibt in den Schrebergärten. Die vermehren sich so, dass sich dann ganze Kolonien bilden. Und wenn sie krank sind, sind natürlich dann alle, der ganze Bestand betroffen. Dann sind sie am Magen, voller Parasiten, Würm. Und das nimmt dann so überhand, dass man sie dann eigentlich nur noch erlösen kann. Grüezi. Grüezi. Ich habe Ihnen hier einen Findling. Ja. Von wo haben Sie das? Der ist von Verwilderten eigentlich. Ja, einfach gewöhnliche Katze, aber ganz wild. Von einer wilden Mami? Ja, sie hat. Ja. Sie hat müssen. Ja, sie hat noch Brüder. Ich bin jetzt gerade froh, dass wir das Katzenbuschi gekriegt haben. Es ist jetzt etwa 4-5 Wochen alt. Von einer halbwilden, also von einer verwilderten Hauskatze. Und da ist es wichtig, dass wir so Baby frühzeitig kriegen. Weil so ab der 6. Woche ohne menschlichen Kontakt kann man sie praktisch nicht mehr zähmen. Und die behalten wir jetzt bei uns, ziehen sie auf, ziehen, fressen tut sie schon allein, ziehen sie komplett impfen und dann suchen wir ein Plätzchen. Und die wird dann auch zahm. Es gibt nur Vorteile, wenn man Katzen kastriert. Die Weibchen werden sonst sturrollig. Und kastrierte Katze lebt auch länger, weil sie nicht so ein grosses Revier haben. Sie haben keine Revierkämpfe. Und Katzen in der Fortpflanzungsphase sind so kopflos, da werden auch viele überfahren, weil sie einfach über die Strasse rennen. Und sie haben viel weniger Krankheiten und Bissverletzungen. Thank you.
Bekämpfung des Katzenelends hier in der Region arbeiten wir zusammen mit dem Tierschutzbund Basel. Wir machen Kastrationsaktionen und der STS auf nationaler Ebene unterstützt auch gerne Sektionen bei dieser Aktivität. Wir sind aber auch ganz klar darauf angewiesen, auf die Mithilfe von jedem Einzelnen. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass es in Ihrer Umgebung eine Kolonie von herrenlosen Katzen, von Streunern, dann sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie auf dieser Webseite katzenelend.ch das auch melden. Sie können hier die Meldefunktion verwenden und dann direkt die Gemeinde eingeben, kurz beschreiben, wo sich die Kolonie befindet, allfällige Bemerkungen und ihre Kontaktangaben, dann können wir vor Ort schauen, ob eine Sanierung dieser Population Sinn macht und machbar ist. Hier sind wir jetzt an einem Ort, wo wir die letzte Kastrationsaktion durchgeführt haben. Also, wie man sieht, sind wir hier auf dem Land. Und ja, die halbwilden Katzen die suchen sich natürlich dann auch immer irgendwelche Plätzchen, wo sie sich gut schützen können. Also so wie in einem Schöpfchen oder in einem Haus, wie man jetzt hier nebenan sieht, das jetzt auch gerade umgebaut wird, wo lange leer gestanden ist. Und dort drinnen haben sie dann einfach ihren Schutz und ihren Zufluchtsort. Und sie dann natürlich werden von uns Menschen nicht gestört. Hier war es jetzt der Fall, dass das Bärli, das kenne ich, sich dann an mich gewendet hat, dass sie eben halb wilde Katzen haben auf ihrem Grundstück. Die Katzen auch die füttern. Also, ich habe das dann noch im Geschäft angeschaut, weil ich im Tierschutzbund Basel regional arbeite. Und dann haben wir natürlich gerade uns diesen Fall angenommen und eine Kastrationsaktion durchgeführt. Darunter waren aber auch zwei Weibchen, die trächtig waren. Und die haben wir natürlich nicht kastriert, die haben wir bei uns aufgenommen im Tierschutzbund. Und die haben bei uns dürfen die Jungen gebären. Und beim einen Mami, das hat zwei Junge bekommen. Und in die habe ich mich eigentlich so ziemlich schnell verliebt. Und ja, nachher, schlussendlich habe ich dann die mit heimgenommen. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil ich halt auch von Anfang an dabei war und wirklich genau weiss, von wo meine Katzen kommen. Bei so halbwilden Katzen ist halt immer ein Problematik, dass sie eben halbwild sind. Also sie haben das Wilden in sich innen. Und bei ihm war eben das Problem, dass er Chargia hatte, also das heisst Parasiten im Darm. Und dazu hat er dann eine Mittelohrentzündung bekommen. Ja, und das hat sich dann auf sein Gleichgewichtsorgan gewirkt. Und durch das hat er dann einen schiefen Kopf bekommen. Also mit dem hat er es dann eigentlich probieren, auszubalancieren, das Gleichgewicht. Und auch das Gehör war beeinträchtigt. Also er hat dann auch nicht mehr so gut gelost. Und wie man jetzt sieht, aber, also er hat immer noch so einen kleinen schrägen Kopf. Aber im Großen und Ganzen ist also wirklich, hat sich das alles wieder zurückgebildet. Und der Kopf ist jetzt eigentlich ziemlich gerade.